Warum sind einige römische Familien in die Provinzen ausgewandert? Nun, zum einen ist es lukrativ gewesen, in neu eroberten Gebieten Ländereien in einer Größe zu beziehen, wie man es in Italien oder in Spanien, also in Provinzen, die schon länger zum Römischen Reich gehört haben, nicht hätte sich leisten können. Also da ist auch einfach die Chance für den sozialen Aufstieg und für den ökonomischen Aufstieg einfach gegeben. Zum anderen ist es auch immer schon ein Teil der römischen Strategie, neu eroberte Gebiete durch Koloniegründungen besser zu integrieren, also quasi eigene Bevölkerungsanteile in den neuen Gebieten anzusiedeln, um eine nähere Anbindung der zum Teil weit von Rom entfernten Gebiete zu gewährleisten. Zum anderen gab es das System Soldaten, vor allem Legionäre, die nach einem meistens etwa 20-jährigen Dienst aus dem Militärdienst ausgeschieden sind, dann mit Land zu belohnen und deren Versorgung zu gewährleisten. Und man kann sich vorstellen, wenn man bereits 15, 10 Jahre in einem gewissen Gebiet stationiert war, also zum Beispiel bei uns hier in Germanien oder auch in Gallien, dann ist der Wunsch, da zu bleiben, vor Ort zu bleiben, durchaus bestimmt gegeben. Ne? Es gab auch Heiraten mit lokalen Bevölkerungsanteilen, sodass Legionäre, die aus dem Dienst entlassen wurden, dann ihr Land oft in den Provinzen auch bekommen haben, in denen sie ohnehin vorher Dienst getan haben. Und das führte dann auch zu einer Integration der Bevölkerung in den jeweiligen Gebieten ins Römische Reich. Welche Errungenschaften haben die Römer auch in den Provinzen eingeführt? Also man kann sagen, dass nahezu alle Luxusartikel und Luxussysteme, die der wohlhabende normale Römer im italischen Bereich hatte, auch in die Provinzen überführt wurden. Gerade in den berühmten Villae Rusticae, also Villa in diesem Fall muss man sich nicht vorstellen wie eine Urlaubsvilla, sondern es ist eher ein großer Landwirtschaftsbetrieb mit einem Herrenhaus. Und zu diesem Herrenhaus gehörte auch alles an Luxus, was man sich in Rom auch gegönnt hätte. Also von gutem Geschirr, dem sogenannten Terra Sigillata, bis hin zu Bädern, Toilettenanlagen, Bädern auch ausgerüstet mit Fußbodenheizungen, wie wir sie erst Jahrhunderte später wieder aus Europa oder fast anderthalb tausend Jahre aus Europa später wieder kennen. Aber auch grundlegende Systeme wie eine Infrastruktur, wie Straßenbau, wie eine Wasserversorgung der größeren Städte durch Aquädukte, also durch oberirdisch verlegte Wasserleitungen, sind bis heute erhalten geblieben und sind in den Provinzen ein Zeichen römischer Präsenz. Hinzu kommt die militärische, also Kasernenanlagen in einem modernen Anlagesystem. Dazu Grenzwälle und Befestigungen sind alles Dinge, die vorher nicht da waren. Und das geht bis auf durch mit Stein gebauten Häusern, ja, was in vielen Bereichen, gerade im keltischen und germanischen Kulturraum, so nicht bekannt war, dass mit Stein Häuser gebaut wurden, sind alles Errungenschaften, die die Römer mit in die Provinzen brachten. Also Latein war natürlich sozusagen die Amtssprache für alle, die für alles, was wichtig war, was administrativ, also was die Verwaltung betraf, was militärisch war. Aber wir wissen eben auch, das Beispiel Griechenland ist schon gefallen, dass manche Sprachen überdauert haben, während andere beispielsweise wie die keltische dort, wo die Römer herrschten, nicht erhalten geblieben ist und sich sozusagen nur in Ecken erhalten konnte, in die die Römer nicht vorgedrungen sind. Irland und Schottland sind Beispiele, wo die keltische Sprache überlebt hat, während zum Beispiel die gallische oder die keltiberische in Spanien nahezu ausgestorben ist. Also das ist von Region zu Region unterschiedlich und hat sicherlich auch damit zu tun, ob die Sprache schriftlich festgehalten werden konnten, wie eben die griechische, oder ob sie nur mündlich tradiert wurde, wie die keltische, die das dann eben nicht überlebt hat. Hat in den Provinzen Integration stattgefunden? Ja, absolut. Allerdings muss man dazu sagen, dass das oft einen großen Zeitraum brauchte. Also gerade in Provinzen, die lange, also über Jahrhunderte zum Römischen Reich gehörten, kann man Integration gut beobachten. Zum Beispiel spricht man gegen Ende des Römischen Reichs im Gallischen, also was heute Frankreich ist, in Gallien, von der sogenannten gallo-römischen Bevölkerung. Also aus dem Begriff wird schon klar, es ist schwer zu trennen, wer noch Ureinwohner, also wer Gallier war
und wer zugewanderter Römer, da die Vermischung nahezu vollständig war. In Provinzen, in denen das nicht so sehr der Fall war, gab es oft noch eine Trennung, gerade zwischen den städtischen Bevölkerungen und der Landbevölkerung. Also oft haben in den Städten die besser integrierten Römer oder Provinzialen gelebt. Also Provinzialen sind Menschen aus der Provinzbevölkerung, während auf dem Land oft noch Siedlungen im traditionellen Sinn bestanden. Aber es gab natürlich auch Kulturen, die zum Teil integriert waren. Die griechische ist vielleicht das berühmteste Beispiel, die weitestgehend friedlich über Jahrhunderte Teil des Römischen Reiches waren, die aber ihre Sprache, ihre Schrift, zum Teil auch ihre Göttervorstellungen, die sich aber auch mit den Römischen gut gedeckt haben, über Jahrhunderte auch bewahrt haben und die ja auch das Römische Reich geprägt haben und dieses überdauert haben. Also die griechische Sprache kennen wir auch noch heute. Und in dem, was dann später Ostrom wurde, war das Griechische sogar dem Lateinischen gegenüber vorherrschend. Unterschied sich der Alltag der Römer in den Provinzen von dem in Rom? Also der Unterschied in der Lebenswelt liegt sicherlich mehr darin, ob man ein Stadtbewohner oder ein Landbewohner ist. Also ein Bauer auf Sizilien beispielsweise wird ähnliche Lebensumstände gehabt haben wie ein Bauer in der Pfalz oder ein Bauer in Südfrankreich beispielsweise, um verschiedene Regionen des Römischen Reiches zu nennen. Und diese unterschieden sich deutlich mit Sicherheit von denen städtischer Bevölkerung. Also große Städte gab es in den meisten Provinzen, natürlich vor allem in Italien. Rom ist da als erstes zu nennen. In Griechenland wurden die großen Städte natürlich integriert ins Römische Reich. Und dazu kamen dann Neugründungen wie Trier oder auch ältere Kolonien wie beispielsweise Marseille, was eigentlich eine griechische Gründung ist, die dann aber auch früh römisch wird. Und diese Stadtbewohner hatten sicherlich ein völlig anderes Leben als die Landbewohner, wobei römische Städte, vor allem Neugründungen, sich oft ganz eng an Rom orientiert haben und versucht haben, dieses nachzuahmen und den Bewohnern zu ermöglichen, quasi ein Rom so ähnlich wie mögliches Leben zu ermöglichen. Also das war auch beabsichtigt, sozusagen nach dem Vorbilde Roms dann Städte zu formen. Und insofern kann man sagen, dass egal ob in der Provinz oder in der Hauptstadt ein Stadtbewohner ein ähnliches Leben geführt haben dürfte, ebenso wie ein Landbewohner es in Italien, in Spanien oder in Gallien tat. Also zu den römischen Städten und zum römischen Stadtleben gehört natürlich ganz dezidiert auch ein Kulturleben, das den Römern sehr wichtig war. Das betrifft zum Beispiel Bäderanlagen, die in der Nähe aller größeren Siedlungen, da muss man nicht mal von Städten sprechen, also auch bei kleineren Siedlungen war Körperhygiene, Badeanlagen, Sanitäranlagen sehr wichtig. Dort hat man auch viel Freizeit verbracht. Das sind auch Orte, an denen man Sport treibt, an denen Handel und Geschäfte besprochen werden. Hinzu kommen, das kennen wir auch aus Städten wie Trier beispielsweise, Amphitheater, die dann auch oft Arenen genannt werden, in denen Theaterstücke, aber auch Gladiatorenkämpfe und dergleichen aufgeführt werden konnten. Hinzu kommt, dass die Römer natürlich ihre Götter dorthin mitbringen, wo sie einwandern und die entsprechenden Tempel für die jeweiligen Gottheiten auch gebaut werden. Wobei die Römer auch immer bereit waren, einheimische Götter zu integrieren und zum Teil in ihren eigenen Pantheon, also in ihre Gesamtheit ihrer Götter aufzunehmen. Wie wurden die Provinzen regiert bzw. verwaltet? Die Provinzen wurden von Statthaltern verwaltet, wobei sich das über die Jahrhunderte auch ändert mit der Größe des Römischen Reiches. Also zu Beginn wurde logischerweise viel von Rom zentralistisch aus verwaltet, also direkt aus der Hauptstadt heraus. Später war das dann einfach durch die Distanzen zwischen den Provinzen und der Hauptstadt auch nicht mehr möglich, sodass Statthalter eingesetzt wurden, die im Namen des Kaisers dann zur Kaiserzeit die Provinzen verwalteten und dort auch die Gerichtsbarkeit und die Verwaltungshoheit besaßen. Die Struktur der Provinzen in sich und zueinander veränderte sich aber auch über die Jahrhunderte. Also wenn neue Gebiete hinzukamen, mussten neue Provinzen geschaffen werden. Zum Teil wurden diese auch wieder aufgelöst oder zusammengelegt. Und hier ist ein ständiger Wandel im Gang, der sozusagen die Verwaltung und den Erhalt des Reiches gewährleisten sollte.